So, actually, it's almost, I would say it's normal that through this practices, when we do this kind of things, your mind gets first active. It's a very normal release and activity of the subconscious. Ja? Johanna hat beschrieben, dass sie viele, viele Gedanken kommen, dass es schwierig ist, dann in den Praktiken zu konzentrieren. Und ich würde sagen, dass das sehr normaler Effekt ist, dass dein Geist erstmal aktiv wird und Gedanken kommen. Und es hat sehr viel auch mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Und es braucht eine Zeit des Trainings, mit dieser Aktivität des Geistes trotzdem präsent bleiben zu können. Und wirklich für mich der beste Weg ist immer wieder, mich zu erinnern an meine Sensitivität, meine Aufmerksamkeit zu verkörpern. So, when this happens, when the mind gets so active, then for me, the best way to deal with is to always come back to embodying myself, feeling my body. Ja, anstatt zu versuchen, das über die Gedanken zu lösen und mit den Gedanken zu kämpfen, wenn du dich erinnerst, fühl dich. Fühl dich, bis du irgendwann in dieser fühlenden Präsenz leichter bleiben kannst. Und du wirst sehen, dass in dem Moment, wenn du dich wirklich fühlst, die Intensität der Gedanken abnimmt. What you practice is that, you know, when you recognize that you're distracted by the thoughts, then bring yourself back to feeling your body. And that will be a movement. But there will be a time when you will be able to maintain feeling your body while the thoughts are happening. Fighting them will not help. Und natürlich ist es so, teilweise, wenn wir sehr ungewohnte Positionen eingehen, triggern wir einfach bestimmte Bereiche unseres Körpers und damit auch bestimmte Erinnerungsfelder. Ja? So, when we go into this unusual positions, we definitely we trigger certain areas in our body and in this way also memory fields. Ja? Nimm dir immer wieder diese Zeit. Und das ist wirklich der Schlüssel. Du erkennst im Moment der Ablenkung. Manchmal ist man für eine Zeit verloren im Traum, ne? So, always take this time again. When you recognize you're distracted. And sometimes we're just gone for a moment with our dreams and thoughts. Bring dich zurück ins Fühlen. Bring yourself back into feeling. Bis irgendwann das für dich ganz normal ist, in dieser fühlenden Offenheit, deine Gedanken sein zu lassen. Until one day it will be so much more normal and easy for you to be present while the thoughts are wandering. Was über dieses Fühlen auch passiert, ist, dass du dein elektromagnetisches Feld balancierst. So by this act of sensitivity and feeling, you are also balancing your electromagnetic field. Und dabei entsteht irgendwann dieser Raum, in dem die Gedanken nicht mehr mit dieser Intensität aufsteigen. And in this, a space will appear in which the thoughts are not coming so strong or so much, with so much force and impact anymore. Ja? Das Wichtigste ist wirklich, kämpf nicht mit deinen Gedanken. The most important thing is, don't fight with your thoughts. Und wenn du dann doch mit deinen Gedanken kämpfst, dann when you fight with your thoughts, dann sei dir gewahr, dass du mit deinen Gedanken kämpfst. Then just be aware that you're fighting with your thoughts. Und immer wieder entspannen die Aufmerksamkeit zurück in den Körper. And then, again, you relax your attention back into your body. Es braucht Zeit, takes time. Aber das kann wirklich kann dich wirklich eine sehr, sehr tiefe innere, sagen wir mal, Heilung führen. This can really lead you into a very deep inner healing. Von daher ist es normal. It's very normal.
Und du erkennst vielleicht, es gibt solche und solche Tage, ne? And then you maybe recognize that these days and that days. Du sitzt, du machst dieselbe Praxis und aus diesem fantastischen Space. Und am nächsten Morgen bist du am Kämpfen und am Kämpfen und am Kämpfen. Ne? Maybe you recognize you do this Kriya and you're like, wow, I'm in this incredible space. And then in the next morning you are really fighting. Whoa, with some deep shit. So ist das, that's the path. What can we do? Ja, und da bist du an was sehr gut Interessanten dran, Johanna. There you are at something very interesting, Johanna. Sie beschreibt, dass sich die, wenn die Gedanken kommen, die Augen bewegen. She's describing that the eyes are moving when the thoughts come. Genau das ist es. This is actually what happens. Deswegen versuchen wir die Augen zu kontrollieren. This is why we try to control the eyes. Weil wenn du denkst, bewegen sich die Augen. When you think, the eyes move. Wenn du irgendwann in dieser entspannten Klarheit die Kontrolle über die Position der Augen bekommst, bekommst du eine Kontrolle über die Kanäle und dadurch auch nochmal einen anderen Zugang zur, ich möchte jetzt nicht sagen Kontrolle der Gedanken, aber zu einen Raum zu kreieren, in dem die Gedanken dich nicht so stören. Ja? So, that's a very important thing. When you then learn to fix your eyes, and this is also training, you have a direct impact in your channels, and by controlling your eyes, you gain a control over your thoughts. Not necessarily in a way that you know you physically control the thoughts. No, you find this relaxation in which the thoughts are not bothering you so much anymore. Ja.